Was ist Ihrer Ansicht nach nun der beste Weg, die Causa in Vorarlberg aufzuarbeiten? Die Opposition sagt, es müsse der Rechnungshof dran, dafür braucht es noch entsprechende gesetzliche Änderungen. Der U-Ausschuss würde erst als letzte Konsequenz in Betracht gezogen. Was würden Sie für einen Weg wählen? Also ich glaube, dass eine Prüfung durch den Rechnungshof vorzuziehen ist. Warum? So wie ich das bisher erlebt habe, prüfen, also sowohl der Bundesrechnungshof als auch die Landesrechnungshöfe oder Stadtrechnungshöfe, was immer, die prüfen sachlich. Ja? Die versuchen festzustellen, was ist geschehen, was ist falsch gelaufen, was müsste man anders machen, wo müssen wir vorsorgen, dass das nicht mehr passiert. Ein Untersuchungsausschuss ist immer auch, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, und das heißt auch nicht, dass ich gegen Untersuchungsausschüsse generell bin, ist immer auch eine politische Bühne, das ist ja klar. Das ist eine Möglichkeit für die Opposition, auf sich aufmerksam zu machen, auch aufzuklären, ist auch wichtig und notwendig. Aber es vermischt sich ein bisschen, ja. Es steht die sachliche Aufklärung nicht in diesem Maß, würde ich sagen, in diesem Maß im Vordergrund, wie bei einem Rechnungshof. Ein unabhängiger Rechnungshof, na, der schaut sich an, was wiegt's, das hat's. Beim Untersuchungsausschuss kann es ein bisschen vermischt sein, ja. Also ich würde sagen, dass in einer solchen Causa eine Prüfung durch den Rechnungshof eine gute Sache wäre, weil sie ja auch alle Parteien gleich trifft, ja. Auch wenn jetzt andere Parteien ähnliche Verbindungen haben, ähnliche Geschäfte gemacht haben oder was immer, all das wird untersucht. Beim Untersuchungsausschuss ist auch der Fokus oft auf eine Partei gerichtet, nicht auch auf die anderen, und dann entsteht kein wirklich vollständiges Bild.